So, hallo, herzlich willkommen. Es haben doch noch ein paar den Weg hierher in die arge Kultur gefunden an dem Tag in Salzburg, an dem alles parallel stattfindet, wie ich jetzt mehrfach schon gehört habe. Es ist trotzdem schön, dass alle da sind und ich begrüße auch ganz besonders herzlich die ZuschauerInnen zu Hause oder wo immer sie auch gerade sind im Stream. Wir sind live mit FS1 und übrigens auch noch für alle, die nicht da sind, die ganze kommende Woche, die nächsten 7 Tage auch noch nachzugucken auf der Website der Arge Kultur. Herzlich willkommen zu unserer Buchpräsentation Don't Tell Show. Wir haben ein Buch herausgegeben zum 40-jährigen Jubiläum der Arge Kultur. Das hat unser Verein in die Wege geleitet. Dazu erstmal herzlichen Dank auch an die anwesenden Vorstandsmitglieder. Wir haben gesagt, wir wollen zum 40-jährigen Jubiläum der Arge Kultur keine historische Rückschau halten, sondern wir möchten gerne aus der Gegenwart in die Zukunft blicken und die wesentlichen Themen für den Kulturbereich in einer Publikation verhandeln. Und wir haben diese Publikation gemeinsam mit dem Müri Salzmann Verlag auf die Beine gestellt oder auf den Weg gebracht, so rum. Silke Dörnberger vom Müri Salzmann Verlag ist da. Herzlichen Dank auch an Mona Müri und vor allem großen Dank an Theresa Serafin, die dieses Buch hauptsächlich operativ betreut hat, gemeinsam mit mir herausgibt, aber ich habe mich einfach so draufsetzen lassen. Ich habe eigentlich gar nicht so viel gemacht. Es geht mir nur ums Renommee und vor allem vielen Dank an die wunderbaren Autorinnen, die in diesem Buch tatsächlich 7 Impulse gegeben haben zur Zukunft der Kulturarbeit. Wir haben in diesem Buch Themen wie, worüber wir gleich sprechen werden, ökologische Nachhaltigkeit im Kulturbereich. Sebastian Brünger ist da und hat für dieses Buch ein kleines Essay geschrieben. Wir hatten bereits im April zur Gründungsstunde der Arge Kultur vor 40 Jahren auch eine Veranstaltung, auch Don't Tell Show, mit 2 der Autorinnen, Charlie Zechenter, Gold Extra und Dachverbandsmitglied, hat geschrieben über die Salzburger Kulturlandschaft. Und Tina Lorenz, die am Staatstheater Augsburg für Digitalisierung und Digitalität zuständig ist, hat über genau dieses Thema in dem Buch geschrieben. Wir haben auch weiterhin vor, Veranstaltungen nächstes Jahr dazu zu machen. Da laden wir die anderen ein, die da geschrieben haben. Sarah Ostertag, Regisseurin, IG Freie Theatervorstandsmitglied, hat über ein Thema geschrieben, was in Österreich dominant ist die letzten 10 Jahre und in Salzburg, in Wien, im Bund endlich Früchte trägt, nämlich das Thema faire Bezahlung und soziale Gerechtigkeit im Kulturbereich. Juliane Hahn und Michelle Akani sind Teil des Leitungs, und das ist jetzt schon falsch, des Organisationsteams des Theaters in der Gessenallee in Zürich und haben über alternative eben doch Leitungsmodelle geschrieben, kollektive Leitungsmodelle. Und Sophie Kara-Ebner, die ist Referentin für Diversität am Nationaltheater Mannheim, hat genau darüber geschrieben, wie auch Anne Wiederhold, Daya Nawat und Ivana Pilic von der Brunnenpassage in Wien. All das in diesem wunderbaren Buch Don't Tell Show, im Handel erhältlich oder gleich bei uns auch noch. Und wir freuen uns jetzt allerdings auf einen spannenden Abend, wo es um eines dieser Themen geht, nämlich ökologische Nachhaltigkeit im Kulturbereich. Das ist tatsächlich ein Thema, in dem die Kultur, wie ich finde, sehr stark aufholen muss, gerade in Salzburg und gerade in Österreich. Und wir setzen es heute prominent auf die Agenda mit spannenden Impulsen von 2 Referentinnen. Und wir hören uns jetzt gleich und sehen uns gleich eine Grußbotschaft an von einer Person, die auch ganz wichtig ist, die leider heute nicht da sein kann, Nicola Bramkamp. Nicola Bramkamp ist Leiterin der Arts Meets Science Initiative. Ich habe es mir aufgeschrieben. Arts Meets Science Meets Politics Meets Protest Meets Climate Initiative Save the World, die seit 2014, seit Nicola Bramkamp Schauspieldirektorin war oder Schauspielleiterin am Theater in Bonn, verschiedene Festivals gemacht hat und versucht, über Klimakrise, über Ökologie auf dem Theater zu erzählen, zu vernetzen und Wissen zu vermitteln. Und wir hören uns jetzt erstmal einen kleinen Impulsvortrag an von ihr, einen Videogruß, der dauert etwa 10 Minuten. Und dann gehen wir in die Diskussion, die dann Theresa moderieren wird. Viel Vergnügen, spannende Impulse und bis später vielleicht. Hallo und herzlich willkommen in Salzburg. Mein Name ist Nicola Bramkamp. Ich bin
künstlerische Leiterin und Initiatorin von Save the World. Wir sind eine Initiative, die WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen zusammenbringt und Zukunftsthemen wie den Klimawandel auf die Bühne bringen. Und ich freue mich ganz doll, heute bei euch eingeladen zu sein bei Don't Tell Show. Leider bin ich nicht live vor Ort. Das hat verschiedene Gründe. Die Pandemie ist es zum Glück nicht. Ich reise relativ viel und als Mutter von zwei Kindern muss ich irgendwann auch mal sagen, ich bleibe dieses Wochenende zu Hause. Und der CO2-Fußabdruck von Hamburg nach Salzburg, der ist ja gar nicht so unwesentlich. Und deshalb bin ich dankbar, dass Sebastian Linz gesagt hat, ich dürfte auch ein Video schicken. Ich würde heute gerne einen kurzen Impuls halten zum Thema Theater und Nachhaltigkeit. Ihr werdet darüber dann später diskutieren und ich werde versuchen, das frei zu machen, denn so ein Video, so jetzt kommt ein Nieser, so ein Video, das ist natürlich eh schon so ein bisschen steif und wenn ich jetzt auch noch so einen Vortrag ablese, dann schlaft ihr alle ein und das soll ja nicht sein. Hin und wieder gucke ich hier auf meinen Computer, da sind so ein paar Stichworte. Und ja, ich freue mich da zu sein, vor allen Dingen, weil die Arge eine der wenigen Orte ist, die nicht nur ästhetisch sich mit dem Thema beschäftigen, sondern auch selber handelt. Ihr seid eine der ersten, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt haben. Das ist etwas, das viel, viel weitgehender ist als eine Klimabilanz. Ein ganz tolles Pilotprojekt und darüber werdet ihr sicher heute auch sprechen. Auch mit Sebastian Brünger, der ja in Deutschland das Pilotprojekt der Klimabilanzierung in den Kulturinstitutionen vorangeht. Hat. Schade, dass ich nicht da sein kann und jetzt hoffe ich, ich bringe euch ein paar Impulse für die Diskussion. Als wir 2014 angefangen haben mit Save the World, haben wir KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen zusammengebracht, weil wir das Gefühl hatten, wir Künstler, wir wollen die Welt retten. Wir wollen politisches, gesellschaftsrelevantes Theater machen und uns fehlt aber ganz oft die Zeit und der Deep Dive für bestimmte Themen. Das hat viel mit den Strukturen am Theater zu tun. Wir produzieren wahnsinnig viel. Wir wollen auch natürlich immer ganz viel und haben wenig Zeit, uns wirklich tiefgreifend mit Themen auseinanderzusetzen. Und die Wissenschaftlerinnen, die wir getroffen haben, die hatten wahnsinnig bahnbrechende Erkenntnisse über den Klimawandel und waren sehr frustriert, weil die überhaupt nicht den Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben. Und dann haben wir gedacht, Art und Science, ein perfektes Match, wir bringen die einfach zusammen und dann sollen die doch gemeinsam performative Projekte vorantreiben. Und so sind ganz tolle Produktionen entstanden. Zum Beispiel haben wir Bernadette Hengst, die Singer-Songwriterin, zusammengebracht mit dem Pressesprecher des UN-Klimasekretariates, Nick Nuttall. Daraus ist eine ganze Platte entstanden von Bernadette. Save the World with This Melody hieß der Song, den sie als erstes für uns gemacht hat. Und dann hat sie als Climate Fairy ganz, ganz viel gemacht, gesungen und ist auch inszenatorisch unterwegs im Sinne des Klimaschutzes. Und die Frage, kann man eigentlich die Welt mit einer Melodie retten, die steckt ja auch im Titel Save the World nicht besonders bescheiden, aber wir gehen davon aus, dass man tatsächlich mit Kunst, mit Kultur, mit unseren theatralen Mitteln einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Welt ein etwas besserer Ort ist. Jetzt ist es so beim Klimawandel, dass es ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Es hat viel mit Statistiken zu tun, mit Zahlen, mit Daten, mit CO2. Das macht ja nicht so richtig Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dass die Kunst, die Kultur die Möglichkeit hat, diese komplexen Sachverhalte sinnlich darzustellen. Wir haben mit ganz unterschiedlichen KünstlerInnen gearbeitet, auch aller Sparten und Kunstformen. So hat zum Beispiel der Choreograf Jochen Roller zusammen mit einer Wissenschaftlerin Aline Kühn-Stenzel, die zum Thema Biodiversität forscht, einen Parcours gemacht über die Vögel und das Artensterben bei den Vögeln und wie die ihre Flugbewegungen sich verändern durch die Klimaerwärmung. Das konnte man choreografisch sozusagen danach empfinden. Suse Wächter, eine der tollsten Puppenspielerinnen, wie ich finde, hat sogar Gott höchstpersönlich eingeladen, um mit Michael Kühn von der Welthungerhilfe zu diskutieren, wie wir die Armut und den Welthunger stoppen können. Eins der ganz wichtigen Ziele der Sustainable Development Goals, der SDG, der Nachhaltigkeitsziele der UN. Ihr merkt schon,
Klimawandel, das sind ganz unterschiedliche, tangiert ganz unterschiedliche Bereiche. Nachhaltigkeit basiert auf mindestens drei Säulen, nämlich der sozialen Nachhaltigkeit, der ökologischen und der ökonomischen Nachhaltigkeit. Und wir in der Kultur, wir können einen großen Beitrag dazu leisten. Als Dramaturgin frage ich mich immer, wie können wir dieses Thema eigentlich darstellen? Wie können wir das verkörpern? Eben wie gesagt wahnsinnig komplex und die Frage ist, findet man dafür eigentlich Bilder und Zugänge? Als wir angefangen haben mit Save the World, habe ich ganz viel kuratiert und geguckt, gibt es Produktionen, die wir auch als Gastspiele einladen? Wir haben relativ wenig gefunden. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Klimakrise eine Krise der Vorstellungskraft ist, wie Eva Horn, die Kulturwissenschaftlerin, das mal beschrieben hat. Wir können uns also gar nicht richtig vorstellen, was da passiert. Dabei haben wir uns mit dem Theater seit seines Bestehens mit Krisen, mit Dramen auseinandergesetzt, mit großen Katastrophen. Und ich glaube auch, dass die Vorstellungskraft mittlerweile ausreicht, wenn man die starken Sommer sieht, wenn man bei euch in Salzburg sieht, wie die Gletscher schmelzen, bei uns die große Katastrophe jetzt am Ahrtal, die vielen Starkregenfälle, Naturkatastrophen. Also es wird greifbarer. Und die Frage ist nur, was sind theatrale Mittel? Wie kann man diese Krise darstellen? Und wie kann man vor allen Dingen auch die Menschen dazu motivieren, ihr Handeln zu verändern? Bei Save the World glauben wir daran, dass das Ganze über die Empathie geht. From Empathy to Action ist unser Claim. Und ich glaube da ganz stark an aristotelische Katharsis. Also, dass ich im Zuschauerraum sitze oder mitmache, auch als Künstlerin, und dass mich etwas so emotional berührt, dass ich danach etwas ändern möchte an meinem Leben. Das ist ein ganz klassischer Aufklärungsbegriff, den ich total mag. Die Schaubühne als moralische Anstalt. Aber nicht jeder muss das so machen. Es gibt ganz andere Formen der theatralen Darstellung. Zum Beispiel über Dokumentartheater. Rimini Protokoll hat eine ganz tolle Produktion, die Weltklimakonferenz im Schauspielhaus in Hamburg gemacht. Über Provokation. Die Yes Men und das Peng-Kollektiv, die arbeiten zum Beispiel über Fake News. Bei Save the World haben wir die Yes Men eingeladen aus New York und die haben sich ausgegeben als Trump-Administration. Trump war gerade ausgestiegen aus der Agenda 2030, aus dem Pariser Klimaabkommen. Und dann sind die sozusagen aufgetreten, haben sich ausgegeben als Mitarbeitende des Umweltministeriums von Trump und haben gesagt, wir haben eine super Lösung. Der Markt regelt nämlich die Klimakrise. Und sie haben gesagt, sie nehmen einfach die Geflüchteten, also eine Start-up-Idee, die Geflüchteten aus Europa, setzen die auf Fahrrädern, die dürfen dann Fahrrad fahren und Strom erzeugen. Da würde man doch Geflüchtetenkrise und Klimakrise super ökonomisch miteinander kombinieren. Und das haben sie komplett ironiefrei vorgetragen. Und bei dieser Konferenz, bei der ja niemand wusste, dass das zwei PerformerInnen waren, sind sie natürlich total irritiert gewesen und auch provoziert gewesen. Es gab eine ganz heiße Debatte danach. Und diese Form von theatraler Provokation ist, glaube ich, auch manchmal ganz hilfreich, um eine Debatte nochmal anzuheizen. Aber auch natürlich über Identifikation, über Stücke, die mir den Klimawandel emotional näher bringen, kann man ganz viel erreichen. Und so forschen wir bei Save the World ganz viel dazu, wie kann man das darstellen, wie kann man ästhetisch damit umgehen. Aber ich habe es eben schon angesprochen, es geht ja nicht nur darum, dass wir auf der Bühne ästhetisch uns mit diesen Themen beschäftigen, sondern auch hinter der Bühne. Und das Tolle ist eben bei der AGE, dass ihr eine Gemeinwohlbilanz erstellt habt. Und in Deutschland gibt es ein Pilotprojekt, die Kulturinstitution 19, Museen, Theater, Konzerthäuser haben eine Klimabilanz erstellt. Und das Tolle ist, what you measure, you can manage. Also das, was wir messen, können wir dann auch anfangen zu bewältigen. Und dafür muss man wissen, welches dieser vielen, vielen Themen, die Theater so umtreiben, über Heizung, Beleuchtung, Lüftung, Klima, Transport, Produktion, wer ist da eigentlich der große Treiber? Woher kommen die CO2-Emissionen und wo können wir vor allen Dingen auch etwas dran ändern? Jetzt gucke ich ganz kurz in meine Unterlagen, weil das Interessante ist, dass die Häuser im Schnitt 1073 Tonnen Treibhausgasausstoß pro Jahr produziert haben. Auf die
Gebäudegröße berechnet, variieren diese Emissionen zwischen 22 und 118 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter. Das ist eine beachtliche Zahl, die ist nicht so dramatisch, wie wenn wir ein Betonmischwerk betreiben würden oder Besitzer einer Airline. Aber es ist nicht so, dass die Kulturinstitutionen gar nichts beitragen würden zum Klimawandel. Und deshalb ist es interessant zu gucken, was sind die Erkenntnisse aus dieser Klimabilanzierung. Ich glaube, man muss feststellen, und ich bin gespannt, was Sebastian Brünger dazu sagt, dass wir da am Anfang stehen, denn man hat festgestellt, dass diese Klimabilanzen ganz unterschiedlich bemessen wurden. Kampnagel zum Beispiel, eine freie Produktionsstätte, hat bei der Klimabilanz die Reisen der anreisenden KünstlerInnen gar nicht mitberechnet, was durchaus bemerkenswert ist, denn Kampnagel ist ein internationales Produktionshaus und natürlich ist das eine wahnsinnige CO2-Emission, wenn eine ganze Truppe von Südamerika nach Deutschland kommt, um hier eine Produktion zu spielen. In Dresden am Staatsschauspiel in der Klimabilanz gab es eine Erkenntnis, die ich auch interessant fand, dass ein Großteil der Mobilität von den ZuschauerInnen entsteht. Also wie kommen die eigentlich ins Theater? Und da gibt es jetzt eine relativ rasche Lösung. Die bekommen ein ÖPNV-Ticket mit ihrem Theaterticket. Das gibt es ja in ganz vielen Städten schon. In Dresden gab es das noch nicht. Und man versucht als Theater die ZuschauerInnen dazu zu motivieren, auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen. Ja, was machen unsere Bühnenbilder, was machen unsere Produktionen, unsere Dienstreisen, unsere Gastspielreisen mit dem Klima? Die Klimabilanzierung ist ein erster Schritt. Jetzt müssen wir gemeinsam überlegen, wie wir diese Dinge anpacken und ändern können. Und auch hier gilt Zahlen, Zahlen, Daten, Daten, Fakten, Fakten. Einfach recherchieren, forschen, herausfinden. Es gibt bald den CO2-Klimarechner vom Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit, wo jeder von euch seinen Fußabdruck berechnen kann. Und ich glaube, es ist interessant, überhaupt anzufangen und zu gucken, wo entsteht eigentlich wie viel CO2-Ausstoß. Und ich denke, ihr werdet darüber jetzt diskutieren, nicht immer nur auf CO2 gucken, sondern auf die Gemeinwohlökonomie. Was gebe ich als Institution, als Kulturort eigentlich der Gesellschaft zurück? Wie können wir als Orte, als Versammlungsorte auch unseren Impact nutzen, um etwas zur Debatte beizutragen, aufzuklären, die Menschen zusammenzubringen? Ich glaube, dass wir eine ganz große Chance haben im Moment als Theaterschaffende, als Kulturschaffende an dieser Transformation teilzuhaben. Denn am Ende sind es die Geschichten, die unsere Welt bestimmen. Das Narrativ ist das E-Auto zum Beispiel die Lösung bei der nachhaltigen Mobilität. Ich mache dahinter ein großes Fragezeichen. Das zu hinterfragen und zu gucken, genau, wie gehen wir eigentlich um mit diesen Themen in der Nachhaltigkeit? Wie können wir unser Publikum dafür begeistern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und wie können wir selber hinter der Bühne uns mit diesen Themen beschäftigen? Darüber werdet ihr jetzt diskutieren. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ich sprechen durfte. Und wenn ihr Lust habt, euch über Save the World zu informieren, könnt ihr das gerne machen auf www.savetheworld.de. Können wir also mit einer Melodie die Welt retten, so wie Bernadette Lahengst in ihrem Song fragte? Maya Göbel hat letzte Woche gesagt, naja, jede Revolution beginnt mit Singen im Chor. Und ich glaube, dieses Gefühl von Gemeinsamkeit und gemeinsam etwas erleben ist auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt. In diesem Sinne bin ich traurig, dass ich nicht live bei euch sein kann, aber glücklich, trotzdem Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Ich bin bald wieder in Salzburg am Mozarteum und dann komme ich mal live vorbei. Ganz herzliche Grüße aus Hamburg und euch eine schöne Diskussion. Tschüss! Anmoderation zu diesem Thema kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass wir jetzt diese Veranstaltung miteinander haben. Es freut mich sehr, dass wir das Buch veröffentlichen. Genau, ganz herzlichen Dank auch an Müri Salzmann und den Vorstand der AG Kultur, dem wir dieses Projekt anvertraut haben. Das war mir eine große Freude. Und ich darf jetzt die Gäste begrüßen, die wir heute eingeladen haben. Aber leider beginnt diese Begrüßung mit einer Absage.
weil Stefanie de Velasco heute Abend nicht kommen kann, weil sie krank ist. Sie hat eine Grippe und liegt deswegen zum Glück zu Hause und ist nicht in den ICE gestiegen, um hierher zu fahren. Wir machen das zu dritt. Ich glaube, wir haben trotzdem einiges zu diskutieren und haben jetzt noch mehr zu diskutieren bekommen. Genau, insofern darf ich euch auf die Bühne bitten, Sebastian Brünger und Annette Baumast. Schön, dass ihr hier bei uns seid. Genau, eins, zwei. Ich darf mich kurz vorstellen und Annette, ich fange mit dir an. Wir haben nämlich heute vorher im kurzen Vorgespräch schon mal, habe ich einen Satz gehört, der interessant war, nämlich, dass du eigentlich sozusagen die Überhauptexpertin in dem Thema bist, weil du dich eigentlich 10 Jahre mindestens und schon viel länger damit beschäftigst. Und zwar auf unterschiedlichste Art und Weisen, weil du nämlich einerseits eine Geschäftsführerin bist von einem Unternehmen, und zwar Baumast Kultur und Nachhaltigkeit, mit dem du verschiedene Theater berätst, aber auch andere Unternehmen, die sich gerne nachhaltig ausrichten möchten. Und du machst das als Expertin mit Workshops, als Autorin, als Dozentin. Du arbeitest außerdem als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, wo du auch lebst. Also sehr, sehr viel auch Lehrtätigkeit in Zürich, in Graz, in Linz, also durchaus auch in Österreich unterwegs gewesen. Und hast mittlerweile auch viele Theater beraten, und zwar das Opernhaus Zürich, das Staatstheater in Dresden und das Stapferhaus in Lenzburg. Und ich freue mich sehr, dass du heute Abend bei uns zu Gast bist, um darüber zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin bei euch. Total. Genau, Sebastian Brünger, du kommst sozusagen von deiner Ausbildung her erstmal auch von einer anderen Seite vielleicht, nämlich der BWL und den Politikwissenschaften. Du bist dann aber irgendwie zum Theater gekommen, nämlich unter anderem zu Rimini-Protokoll, wo du als Dramaturg gearbeitet hast seit 2007 oder ab 2007. Und dann bist du jetzt 2016 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Kulturstiftung des Bundes in Deutschland gewesen oder bist dort weiterhin, und zwar verantwortlich für das Pilotprojekt, von dem wir vorher schon gehört haben, zum Ermessen der CO2-Bilanz, die CO2-Bilanz in Kulturinstitutionen, das jetzt abgeschlossen ist und von dem du uns dann gleich berichten kannst. Um so euch im Zuschauerraum, in den unterschiedlichen digitalen und analogen Zuschauerräumen mal einen Eindruck zu geben, mit was ihr täglich zu tun habt, einfach die Frage als erstes an euch: Wenn du Unternehmen berätst, Annette, wie funktioniert das? Die kommen auf dich zu und du erstellst ihnen einen Plan, oder wie geht ihr vor? Also das ist tatsächlich sehr individuell. Ich habe in dem Sinne kein 0815-Schema, was ich dann so anwende und sage, so macht das dann, seid ihr nachhaltig. Sondern ich versuche zuerst mal rauszufinden, wo steht eigentlich eine Organisation, wo steht eine Einrichtung, was gibt es vielleicht schon an Initiativen, an Maßnahmen und was sind auch die Themen, die ein Haus tatsächlich umtreiben, weil die Schwerpunkte zum Teil doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Und daraus entwickeln wir dann nächste Schritte, ein Programm, eine Strategie, wie sich Nachhaltigkeit umsetzen lässt in der eigenen Organisation. Bei dir ist es so, du hast vorher gesagt, du bist noch gar nicht so lange mit dem Thema beschäftigt und jetzt bist du gleichzeitig bei der Kulturstiftung des Bundes und hast das Pilotprojekt gestartet. Wie seid ihr an dieses Pilotprojekt gegangen? Wie habt ihr das aufgezogen? Ja, vielen Dank erstmal. Nicht nur für die Einladung, einen Beitrag für dieses schöne Buch schreiben zu dürfen, sondern eben auch jetzt hier heute Abend hier sein zu dürfen. Vielleicht muss man dazu sagen, dass die Kulturstiftung des Bundes sich schon seit tatsächlich vielen Jahren mit dem Thema Ökologie befasst hat. Das ging los 2010, 2011, da gab es einen großen Schwerpunkt zu dem Thema mit dem Haus der Kulturen der Welt, großes Festival. Seitdem ist die Kulturstiftung EMAS zertifiziert, das heißt, sie hat ein Umweltmanagementprogramm und versucht sich selber auch kontinuierlich zu verbessern. Aber das kann man mal so auch glatt feststellen, die ganze Klimakrise hat sie jetzt auch nicht groß programmatisch tatsächlich ins Programm eingepflegt. Und das ist eigentlich jetzt erst so seit 2 Jahren der Fall. Ich würde sagen, der große Faktor war Fridays for Future. Nicht nur für viele andere Unternehmen und staatliche Stellen, auch für die Kulturstiftung hat das nochmal das Thema anders gesetzt.
und auch für die Kunstszene. Da geht es mir ähnlich, wie Sebastian Linz das schon gesagt hat. Ich habe auch den Eindruck, dass die Kulturszene da eher hinterherhinkt, dass da andere Sektoren schon deutlich weiter sind. Und wenn man vor allem auch ins Ausland schaut, war jetzt heute noch gar kein Thema, erstaunlich, fällt sonst mal als allererstes Julie's Bicycle und der Arts Council in England, die eben schon seit 10 Jahren an dem Thema dran sind und sehr erfolgreich dort auch kontinuierlich den Fußabdruck von des Kulturfelds reduzieren. Das war jetzt eine etwas lange Vorrede, um vielleicht den Anschluss dann kurz zu machen. Unser Eindruck war, dass es einfach ein Wissen fehlt. Es fehlen die Erfahrungen, trotz der tollen Arbeit von Annette Baumast, ist es in der Breite eben noch nicht so verstreut. Und die Frage ist immer, wo sollen wir denn anfangen? Und die Frage, die Annette ja schon gesagt hat, wo stehen wir eigentlich? Da kam der Punkt, dann fangen wir halt an mit einer Klimabilanzierung, unterstützen eben 19 Kultureinrichtungen bundesweit modellhaft, um es auszuprobieren. Ist dieses Instrument denn sinnvoll und wie können diese Einrichtungen das handhaben? Können sie es handhaben? Ist es zu aufwendig? Gemeinwohlbilanzierung, da könnt ihr eher was zu sagen, ist ja auch durchaus erstmal Aufwand. Und steht der Aufwand dann in einem Verhältnis zur Erkenntnis? Da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein, aber ich fand jetzt eine Sache interessant und es würde mich interessieren, was du dazu sagst. Ist es auch dein Eindruck, dass die Kultur im Vergleich zu anderen Branchen, mit denen du arbeitest, tatsächlich da sozusagen eigentlich hinterherhinkt? Und wie hat sich das vielleicht verändert jetzt in deinen letzten Arbeitsjahren? Absolut, kann ich wirklich total unterschreiben. Es haben sich eigentlich über die letzten Jahrzehnte, kann man sagen, verschiedene Branchen eine nach der anderen aufgemacht, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und die Kulturbranche, wenn wir so bezeichnen wollen, ist eigentlich mit die letzte, die angefangen hat, sich nicht inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Das passiert schon viel, viel länger auf der Bühne, in Ausstellungen, in Filmen und so weiter. Aber tatsächlich auch den Blick hinter die Kulissen zu wagen und zu überlegen, ja, in unserer täglichen Arbeit, was sind denn da relevante Prozesse, Abläufe, was können wir da eigentlich auch von uns aus besser machen oder eben ökologisch nachhaltiger produzieren. Das hat tatsächlich, und Sebastian Brünger hat schon gesagt, mit Fridays for Future Fahrt aufgenommen und hat vielen Kultureinrichtungen sehr deutlich nochmal vor Augen gezeigt, dass auch da wirklich eine Notwendigkeit herrscht, Verantwortung zu übernehmen und zu überlegen, was können wir selber eigentlich auch nicht nur inhaltlich, nicht nur mit der Kunst, sondern eben auch im organisatorischen, betrieblichen Rahmen eigentlich einen Beitrag leisten. Was waren die Argumente, die sozusagen du zu hören bekommen hast, warum das bei der Kultur jetzt noch nicht der Fall war? Also was sind sozusagen die Gegenargumente gewesen, gegen die du kämpfen musstest? Naja, Kunst ist ja per se nachhaltig, ne? Das weiß man ja. Das war so, glaube ich, das Hauptargument, was sehr lange im Raum stand. Dann ja, und das macht ja gar nicht so viel aus. Und das war so ein bisschen tatsächlich vergleichbar mit Dienstleistungsbranchen wie die Softwarebranche oder Finanzbranche, die auch später angefangen haben als beispielsweise jetzt das produzierende Gewerbe, die gesagt haben, naja, wir machen ja eine Dienstleistung, wir produzieren ja nichts. Ne? Und wenn man dann heute so an Serverfarmen denkt und was an Energie notwendig ist, jetzt spezifisch in der Softwarebranche, dann hat das natürlich eine ganz andere Dimension. Und so ähnlich war das eigentlich auch in Kunst und Kultur, dass man sagt, na, wir produzieren ja jetzt hier, wir sind ja kein Zementwerk oder so, sondern machen ja eigentlich nur Kunst und das hat ja gar nicht so große Auswirkungen. Wenn ich da ergänzen darf, ich glaube auch, so, zumindest für die Kulturinstitutionen ist ein Faktor einfach auch, dass es einfach so viele Themen gibt, die auf den Institutionen drauf liegen. Wenn man so in die letzten Jahre schaut, dann gibt es da immer wieder die Machtfrage, Hierarchien. Mindestens sieben. Genau, also Digitalisierung ist auch mit dabei, Digitalität. Repräsentation. Diversität ist ein Riesenthema. Und so ein Staatstheater Dresden, da bist du jetzt sehr nah dran. Die großen Einrichtungen, glaube ich, fühlen sich auch ein Stück weit einfach überfordert. Haben einfach ein Thema nach dem nächsten. Und dann kommt auch noch, in Anführungsstrichen, die Ökologie dazu. Und auf eine Art ist das auch kurzatmig. Dann wird ein Thema für ein Jahr, anderthalb Jahre bearbeitet und dann liegt es auf eine Art wieder brach. Und da wäre natürlich toll, ein anderes Buzzword ganzheitlicher drauf zu gucken, weil das eigentlich ist das unter dem Thema Nachhaltigkeit, wenn man es im weitesten Sinne versteht, fallen da ganz viele Themen drunter, die ihr ja auch in diesem Buch mit umfasst. Ja, sehr. Ja,
genau, anschließend daran, sozusagen in Bezug auf die Haltung, jetzt sind diese 19 Häuser, die ja wirklich aus verschiedenen Bereichen kamen, die ihr da mit bei dem Projekt hattet, also es waren sowohl Bibliotheken dabei, als auch Musik, bewusst alle Sparten, Museen, Theater und so weiter, die haben sich ja dafür entschieden, das zu tun. Wo war denn da der Punkt oder in der Zusammenarbeit, also gab es da trotzdem irgendwo einen Punkt, wo so realisiert wurde, ach, das müssen wir dann auch machen sozusagen, also wo hat sich die Hürde verschoben oder gab es keine Hürde mehr, sagen wir so? Na, man muss fairerweise sagen, das war jetzt kein Antragsverfahren, sondern wir haben die angesprochen, weil wir auch eine Art wussten, da gibt es eine gewisse Offenheit dazu. Aber es ist ja schon immer, wir sind 19 Institutionen, eigentlich eine komische Zahl. Es waren am Anfang 20. So, also eine Institution ist tatsächlich nach 2 Monaten raus, weil sie gesagt haben, das ist die erste Schwelle, die Datenerhebung. Man muss ja selber, man muss erstmal definieren, was will man anschauen, welche Liegenschaften, welche Gebäude und dann welche Aktivitäten werden erhoben. Und dann müssen aber Personal dafür abgestellt werden, um diese Daten zu erheben. Und da hat ein Museum gesagt, auch wegen Corona, das schaffen wir gerade überhaupt nicht, Kurzarbeit, das kriegen wir nicht gewuppt. Und deswegen sind es jetzt 19 Institutionen. Wir haben als Stiftung eigentlich gar nicht so viel gemacht, außer eben die zusammenzubringen. Und wir haben die Agentur finanziert. Es gab eine externe Beratungsfirma, die auf Umweltmanagement spezialisiert ist und die quasi Ansprechpartner waren für die Häuser. Die hatten 3-4 Termine miteinander und die haben mir am Ende, also die Agentur hat am Ende die Zahlen zusammengefasst. Aber ganz viel Aufwand ist erstmal das, was ihr auch kennt von der Gemeinwohlbilanz, Datenerhebung. Und das ist ja eigentlich erst der erste Schritt. Dann hat man die Bilanz, dann weiß man, wo man steht. Und dann geht es darum, Maßnahmen zu entwickeln und im besten Falle die nächste Bilanz im nächsten Jahr zu machen, um zu sehen, hat sich was verändert. Ja, würde ich unterstreichen. Und Nicola hat es ja auch gesagt, Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Das ist ja immer ihr Standardsatz auch. Fernsehen. Bei Nicola ist es Zahlen, Daten, Fakten. Und einfach um zu wissen, wo steht man und welchen Schritt kann ich tun. Gar nicht so sehr, um, Sebastian, du hast es eben gesagt, sich mit anderen zu vergleichen, aber überhaupt erstmal einen Ausgangspunkt zu haben und dann zu überlegen, okay, daran können wir was ändern, daran können wir vielleicht auch nichts ändern, aber wir haben eine Möglichkeit zu sehen, okay, das haben wir auch erreicht. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man diese Rückschau auch hält und wirklich sagt, jetzt gucken wir mal ein Jahr zurück, jetzt gucken wir 2 Jahre zurück, wir haben dieses Thema angeschaut, das Thema, da haben wir Maßnahmen gemacht und wie erfolgreich waren wir eigentlich? Haben wir auch das erreicht, was wir erreichen wollten? Vielleicht haben wir sogar mehr erreicht, auch das passiert. Oder aber wir sind vielleicht nicht ganz auf Kurs und müssen uns überlegen, können wir das überhaupt so umsetzen, wie wir das ursprünglich geplant haben. Also da dann auch Korrekturmaßnahmen letzten Endes treffen. Deswegen ist so eine Basis einfach ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt dieses Buzzword aufnehmen, ganzheitlich, was wäre denn nach deiner Vorstellung eine sozusagen ganzheitlich nachhaltige Investigation oder Faktenaufnahme? Welche Faktoren spielen da rein? Also wenn wir das ganzheitlich betrachten, würde ich tatsächlich die 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit anschauen. Ökologische Themen, soziale Themen, ökonomische Themen. Und da gibt es inzwischen viele Standards, die man heranziehen kann, wo man mitarbeiten kann und sich tatsächlich auch Indikatoren suchen kann, die einem helfen, um diese Bereiche tatsächlich auch abzubilden. Und die große oder das große übergeordnete Leitbild würde ich eigentlich sehen als die nachhaltigen Entwicklungsziele, die Sustainable Development Goals, 17 Stück an der Zahl, von den Vereinten Nationen 2015 verabschiedet, gelten noch bis 2030 und die haben alle diese 3 Dimensionen mit oder beinhalten alle diese 3 Dimensionen. Und wenn man sich daran ausrichtet und selber überlegt, was sich zu diesen Zielen auch Klimaschutz ist ein Ziel, aber auch beispielsweise Gesundheit und Wohlergehen. Also es sind über alle 3 Dimensionen hinweg sehr viele Themen, wo man anknüpfen kann und ein sehr, sehr ganzheitliches Bild von Nachhaltigkeit da auch aufbauen kann. Jetzt, genau, gibt es ja sehr viele verschiedene Zahlen und Daten und Fakten und die sind relativ schwierig, sich vorzustellen beziehungsweise sich einen Begriff davon zu machen, was das denn jetzt genau bedeutet. Also ich habe vorher kurz recherchiert, es gibt sozusagen über 20.000 CO2
Äquivalenz, die ihr als Wert ermessen habt für diese 19 Initiativen oder Institutionen, die da dabei waren. Gleichzeitig habe ich von dir gelesen, es gibt, es ist ein Wert von 2017 allerdings, ein Mensch hat einen Fußabdruck, der gemessen wird in globalen Hektar von 4,7 in einem Jahr. Und das würde bedeuten, fand ich ein sehr schönes Bild eigentlich, wenn wir alle so leben, wie wir jetzt gerade leben, dann bräuchten wir, um ökologisch das Gleichgewicht nicht zu stören, nicht einen Planeten, sondern drei Planeten. Das heißt, das ist irgendwie sozusagen, genau, da wird ganz greifbar, was das bedeutet. Aber wie bricht man diese Zahlen runter? Also wie funktioniert das, was da dann als Zahl im Raum steht, tatsächlich irgendwie erfassbar zu machen? Und warum ist es so schwierig? Ich sage gern was zu den 20.000. Willst du vielleicht was zu den unterschiedlichen Fußabdrücken? Please. Du CO2, ich globale Hektar. Dann starte du doch mal, weil das ist, glaube ich, die größere Perspektive, oder? Okay, können wir auch so rummachen. Sonst hätte ich den Fußabdruck auf die CO2-Emissionen aufgebaut. Also okay, können wir bitte beides hören? Also der ökologische Fußabdruck ist ein Maß für die Fläche, die wir benötigen, um unseren Lebensstil zu produzieren. Der ist in den 90er Jahren entwickelt worden und ist eben in globalen Hektaren ausgedrückt. Und da spielt die Fläche rein, die wir benötigen, um so zu leben, wie wir leben. Eng damit verknüpft ist auch der Welterschöpfungstag. Vielleicht haben das auch schon einige gehört. Das ist der Tag im Jahr, an dem wir die Ressourcen aufgebraucht haben, die eigentlich uns für ein Jahr zur Verfügung stehen würden. Das heißt, wir leben sozusagen auf Pump in Bezug auf unsere Ressourcen. Und ermitteln lässt sich das auch mit Rechnern, die zur Verfügung stehen. Das kann man auf individueller Ebene errechnen, das kann man auch auf Länderebene errechnen und dann eben zu einer Aussage kommen, wenn alle so leben würden wie ich oder wie du oder wie wir, dann bräuchten wir so und so viel mal die Erde. Und das kann man sich ganz gut eigentlich vorstellen, beziehungsweise auf die Ressourcen, auf den Ressourcenverbrauch dann auch so ein bisschen sichtbarer machen. Und ein ganz, ganz großer Teil von dem ökologischen Fußabdruck ist der CO2-Fußabdruck. Der macht inzwischen im Schnitt mehr als die Hälfte des ökologischen Fußabdrucks aus. Also die CO2-Emissionen, die wir verursachen und die dann eben aufgenommen werden müssen. Und dann leite ich über zum CO2-Fußabdruck. Also vielen Dank. Das ist sozusagen die kleine Schwester vom großen Abdruck. Und da, weil du spezifisch Äquivalente gesagt hast, wir reden also nicht nur über CO2, sondern wir reden auch über andere Treibhausgase, die zum Teil von ihrer Klimawirkung sogar noch intensiver sind. Methan ist zum Beispiel eins, was wir auch vielleicht schon mal hier und dort begegnet sind. Das heißt, grundsätzlich werden alle relevanten Treibhausgase erfasst. CO2 ist einfach das Prominenteste. Und vielleicht dazu gesagt, du hast jetzt gesagt 20.000. Was ist das für eine Zahl? Ne? Das haben sich die Einrichtungen untereinander auch immer gefragt. Regelmäßig werden Einrichtungen gefragt, wer ist denn jetzt der größte Klimasünder? Weil es ganz schnell darum geht, auch so ein Shaming anzufangen, zu sagen, wer ist denn jetzt der Schlimmste hier? Und wichtig dafür, Nicola Bramkatz hat es ja auch schon angedeutet, sind zwei Sachen. Erstens, dass die Zahlen, die wir jetzt da haben, im Durchschnitt 1.100, was das bedeutet, sei mal dahingestellt, weil es ist auch wirklich gerade noch eine sehr, sehr ungefähre Zahl. Es ist eine Annäherung. Manche Häuser, wie die Kampnagel, haben eigentlich wichtige Felder gar nicht mit erhoben, noch nicht, weil es ihnen zu komplex war. Das heißt, man vergleicht hier wirklich Äpfel mit Birnen. Und das würde ich bitte nicht tun. Das ist einfach Quatsch. Das Zweite ist, wenn überhaupt ein Vergleich sinnvoll ist und wofür diese Zahlen gut sind, dann ist es der Vergleich mit sich selbst. Also nicht so sehr auf andere zu schauen, sondern zu überlegen, gut, wir haben jetzt diese Zahl von 400 oder von 1500 Tonnen und darum geht es, die sich anzuschauen und zu reduzieren. Genauso wie wir als Privatpersonen ja auch unseren eigenen Fußabdruck berechnen können. Der liegt im Durchschnitt in Deutschland zumindest bei 9 bis 10 Tonnen. Eine Tonne ungefähr wäre verträglich. Da merkt man schon, wo wir so ungefähr liegen. Und insofern ist es, glaube ich, geht nicht darum, immer zu gucken, wo stehen die anderen und wer ist noch schlimmer, sondern es ist einfach, es geht alle an. Die Institutionen müssen anfangen, Privatpersonen müssen anfangen, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln.
um sowas jetzt, weil wir vorher über sozusagen auch den ganzheitlichen oder vielleicht auch den nachhaltigen Ansatz von Nachhaltigkeitskonzepten geredet haben, nach so einem Pilotprojekt und nach so einer Beratung, die sozusagen dann durch dich stattgefunden hat in einem Unternehmen, was ratet ihr denn den Einrichtungen, wie sie solche Prozesse verstetigen? Weil, wie du vorher angesprochen hast, es ist ja nicht das einzige Thema, was jetzt gerade brennt. Und muss ich, wenn ich sie ernst nehme, und also das ist sozusagen jetzt gar nicht ironisch gemeint, aber brauche ich am Ende eine Referentin für Diversität und eine Referentin für Nachhaltigkeit und außerdem eine Referentin für soziale Fragen? Und genau, dann habe ich sozusagen, vielleicht ist das auch ein Vorstand, wo wir hier sind, aber was entstehen da für Strukturen auch in einem Betrieb? Was werden das für Orte und wie kommen die dahin? Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir da tatsächlich zwei gute, sich ergänzende Perspektiven hätten, weil ich glaube, was es da braucht, ist zum einen bottom-up. Es braucht sozusagen aus den Institutionen heraus selber die Impulse und die guten Beispiele und die Ideen, die zum Teil ja auch schon entstehen gerade. Und es braucht aber genauso top-down, es braucht den politischen Rahmen. Und das wäre eine Perspektive, die mir dann sehr wichtig ist, die wir als Kulturstiftung des Bundes vor allem ja auch gerade versuchen zu etablieren. Weil das eine ist ja schön und gut, wenn jetzt alle anfangen, kleine Schritte zu gehen. Aber die großen Hebel sind natürlich die politischen Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch in der Kultur ankommen wird. Die ganzen die Rechtsträger der Theater, wenn wir von ihnen sprechen, sind zumindest in Deutschland in der Regel von den Großen, sind das die Bundesländer und die Städte. Und die haben sich inzwischen auch alle Klimaziele gesetzt. Die haben den Klimanotstand zum Teil ausgerufen. Wie die das alles realisieren wollen, klimaneutral bis 2040, 35, 30 zu werden, ist ihnen, glaube ich, auch noch nicht so richtig klar. Aber insofern werden diese Klimaziele irgendwann auch in der Kulturförderung ankommen. Und da bin ich sicher, dass es dann irgendwann nicht mehr darum geht, Einspielquoten und verkaufte Tickets nachzuweisen, sondern da wird es vermutlich um CO2-Budgets gehen und andere Kennzahlen. Und dann sind wir eben wirklich am Eingemachten, wo der Rahmen, der Tätigkeitsrahmen dieser Institution sich verändern wird. Das wäre so ein bisschen so der Blick von der politischen Seite. Und ja, was sagst du zu den Stellen? Brauchen in den Häusern, braucht es für alles eigene Agentinnen und alles einzelne Stellen. Also ich glaube, es braucht auf jeden Fall Ressourcen, um sich damit auseinanderzusetzen, weil, wie wir es eben auch schon gesagt haben, es fehlt einfach auch an Wissen. Wie kann ich das eigentlich bei mir im Haus umsetzen? Und zumindest übergangsweise braucht es spezifische Ressourcen, bis es dann vielleicht hoffentlich mal so weit ist, dass es letzten Endes internalisiert ist, dass man, dass es quasi einfach Gegenstand des täglichen Handelns ist und nicht mehr eine Person dafür zuständig ist, auf die man vielleicht auch vieles abschieben kann. Auch das ist natürlich, ja, wieso, wir haben doch XY, da ist doch alles klar, wird doch Nachhaltigkeit bearbeitet. Und es braucht genauso, wie du es gesagt hast, Sebastian, bottom-up und top-down. Es muss sowohl aus dem Haus rauskommen, was wichtige Themen sind, das Wissen auch, es ist schon in dem Sinne im eigenen Handeln, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Bühnenbild arbeite oder so, dann kenne ich ökologische oder umweltfreundliche Alternativen, aber das dann auch zusammenzubringen, also das ist notwendig, aber es braucht ganz dringend auch die Unterstützung der Leitung, das ist absolut zentral. Und wenn dann die Kulturpolitik oder auch andere Bereiche der Politik fordern, und gleichzeitig hoffentlich auch fördern. Und auch da kann man natürlich Synergieeffekte nutzen. Also verschiedene kommunale Ebenen zusammenschließen oder eben auf Länderebene auch zusammenarbeiten, da Synergieeffekte auch erzeugen. Und letzten Endes, und Sebastian hat es auch gesagt, es muss von allen kommen, es muss von allen Seiten kommen. Ich will noch mal kurz auf sozusagen die betriebsinterne Struktur, weil du vorher erzählt hast, dass es tatsächlich bei den Unternehmen, die du berätst, am Ende wirklich AGs sind, die sich gebildet haben und die das dann intern vorantreiben. Ne? Also was ist sozusagen, sagen deine Erfahrungen, gibt es so für zündende Momente innerhalb von Betrieben, die dann sowas möglich machen? Was ist da der Faktor? Also wenn wir jetzt im Kulturbereich wieder schauen, ist es tatsächlich Fridays for Future gewesen, kann man nicht anders sagen, die das in Häuser hineingetragen haben und da auch einfach genug
Momentum geschaffen haben, um was anzustoßen, um wirklich in Bewegung zu kommen. Und die Bildung der AGs passiert meistens, bevor nächste organisatorisch strukturierte Schritte passieren. Also das ist sehr häufig ein Ausgangspunkt, wo sich aus verschiedenen Gewerken quer durch alle Bereiche da Menschen zusammenschließen und am Thema arbeiten wollen. Und wenn das dann idealerweise aufgenommen wird, auch aus einer Leitungsebene heraus, dann kann es einen nächsten Schritt weitergehen. Es gibt aber natürlich genauso ein Beispiel, wäre jetzt die Oper in Leipzig, wo der neue Intendant angetreten ist, unter anderem auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und das jetzt schon vorantreibt und fördern will. Also auch das, auch da kommt es aus unterschiedlichen Richtungen. Vielleicht nochmal, um auf die politische Ebene zu gucken. Du hast vorher schon gesagt, die Politik muss auch den Rahmen setzen dafür, dass sowas möglich ist. Und es gibt da verschiedene Vorschläge oder Modelle, tatsächlich Fördergelder zu koppeln an solche Kriterien. Und dann gab es einen Satz in dem Text, den du geschrieben hast, über den wir sehr lange geredet haben, nämlich die Frage nach der Kunstfreiheit, mit der du dann doch immer wieder viel zu tun hast, inwiefern sozusagen solche Kriterien am Ende die künstlerische Arbeit einschränken. Ja, wie ist da, sind da deine Gedanken zu? Das ist, also du hast ja vorhin schon gefragt, ist das so ein Satz? Ich habe mich gewundert, dass du den Satz nicht gesagt hast. Ob das nicht so ein typisches Gegenargument gewesen ist, warum man sich nicht um die ökologische Nachhaltigkeit in dem Sinne kümmern kann, weil Kunst ist verschwenderisch, opulent, sprühend. Da kann man sozusagen sich nicht reduzieren und mit so einer Knäckebrotlogik von Verzicht irgendwie rangehen, weil das ist ja das, worauf es dann hinausläuft. So geht so ein bisschen die Erzählung. Und ich glaube, dass das, damit kann man sich natürlich schnell in die Nesseln setzen, aber wir sind ja hier unter uns, dass das auch ein Stück weit ein falsch verstandenes Verständnis von Kunstfreiheit ist. Der Staat garantiert Kunstfreiheit im Sinne auch einer Meinungsfreiheit, aber es gibt keinen Anspruch eines Künstlers oder einer Künstlerin darauf, ihr spezielles Projekt in dem Sinne vom Staat mit Geld gefördert zu bekommen. Und wenn sie sich in, oder er oder sie in Strukturen begibt, wie zum Beispiel im Rahmen eines Theaters, dann gibt es dort auch Bedingungen, zu der oder er sie arbeiten. Das fängt beim Geld an. Und das ist jetzt vielleicht nicht hier bei der AGE so, aber im Stadttheater ist man im Repertoirebetrieb, da gilt es dann auch. Auf einmal kriegt man die Angabe, bitte Bühnenbild nur auf die Vorderbühne bauen, weil wir müssen das immer schnell in 2 Stunden abgebaut haben. Das heißt, es gibt dort auch Bedingungen, auf die man sich einlassen kann, wenn man sagt als Künstlerin, ja, das interessiert mich, ich möchte arbeiten, oder man lässt es halt sein. Und insofern glaube ich nicht, dass das am Ende das schlagende Argument ist, womit man sich sozusagen daraus mogeln kann. Und es gibt durchaus auch Häuser, die das auch schon so praktizieren. Wiederum jetzt auch noch nicht bei uns im deutschsprachigen Raum. Aber in England gibt es große Häuser wie die Opera North beispielsweise, die das mit ihren künstlerischen Teams besprechen und sagen, wenn ihr bei uns arbeiten wollt, dann gibt es da bestimmte Settings, weil wir hier nun mal so arbeiten. Und wenn euch das nicht so interessiert, dann halt nicht. Der Intendant aus der Oper Leipzig hat das bei einer letzten Sitzung, wo ich ihn traf, auch so erzählt, dass er gesagt hat, wir versuchen das jetzt auch. Das bedeutet aber, dass manche Künstlerinnen einfach nicht mehr bei uns arbeiten wollen. Die hätte ich gerne bei uns in Leipzig, aber die wollen sich darauf nicht einlassen. Und das, finde ich, ist dann aber auch der Prozess, wo wir jetzt irgendwie durch müssen. Ja. Ja, interessant. Die Kunstfreiheit und die Frage, wer setzt die Maßstäbe. Das ist ja am Ende auch eine Position, oder es wäre jetzt schön, wenn an dieser Stelle irgendwie Stefanie de Velasco da wäre, weil sie nochmal aus einer künstlerischen Perspektive auch da drauf sieht und vor allem deswegen interessant ist dafür, weil sie sich seit mittlerweile 4 Jahren eigentlich Romanautorin mit dem Thema beschäftigt und zwar nach einer nachhaltigen Literatur fragt, also sich das als Künstlerin die Frage stellt, wie kann ich auf eine Art und Weise schreiben, die eine Welt erzählt, die sozusagen, also nicht nur eine Welt erzählt, sondern auch eine Welt in einem Betrieb erzählt und eine Literatur, die in einem Betrieb stattfindet,
die nachhaltig ist. Und ich glaube, da gibt es so eine ganz große Schnittstelle zwischen einer Kunstproduktion auf der einen Seite und einer künstlerischen Auseinandersetzung und dem Betrieb, in dem das Ganze stattfindet, auf der anderen Seite. Und da ist ja in den letzten, ich sag mal, 20, 30 Jahren wirklich sozusagen der Dampfer losgefahren ordentlich. Und wir haben eine Internationalisierung von Produktionen. Also es gibt Festivals ohne Ende seit den 90ern. Jede Stadt hat irgendwie eine großes internationales Theaterfestival, von der Oper ganz zu schweigen, das wissen wir hier sowieso auch. Also da werden, die Globalisierung ist sozusagen spätestens dann sowas von in der Kunst angekommen. Und die Frage ist schon auch, was das dann am Ende mit den Produkten oder mit der Produktion selber macht. Gunther, jetzt habe ich einmal das Wort, wo das passiert, lassen wir doch den Beamer aus. Oder genau, ja. Hey, machen wir ein Spiel daraus. was auch immer da hinten passiert. Naja, aber auf jeden Fall ist auch die Frage, inwiefern verändert sich vielleicht die Kunst, wenn wir versuchen, sie nachhaltiger zu produzieren. Und das kann ja dann auch nochmal eine neue, interessante, ästhetische Frage sein. So dass, genau, ich weiß nicht, ob Stefanie mir das jetzt so unterschreiben würde, aber ich sage das mal jetzt einfach an sie denkend in der Hinsicht. Ja, und diese Frage des internationalen Produzierens hat irgendwie eine Gegenfrage, die im letzten oder in den letzten 2 Jahren auch nochmal wichtig geworden ist, nämlich die des lokalen Produzierens. Welche Rolle spielt dieses Verhältnis lokale Produktion, internationale Produktion in deiner Arbeit? Wie sehr diskutiert ihr darüber? Ist eine lokale Produktion per se nachhaltiger als eine lokale, eine internationale oder ja? Also Thema ist es natürlich vor allem bei internationalen Produktionshäusern, die einfach so ausgerichtet sind und so arbeiten. Und das ist Kern der Arbeit. Aber auch da kann man natürlich fragen, wie kann ich das, wenn das mein gesetzter Inhalt ist, wie kann ich da ökologischer rangehen? Und auch da gibt es Maßnahmen und Möglichkeiten zu sagen, dass man wahrscheinlich nicht ohne Fliegen auskommt oder ohne weitreichende Mobilität auskommt, aber dass man das trotzdem anders gestalten kann. Und international versus lokal ist tatsächlich ja letzten Endes eine Ausrichtungsfrage. Wir haben, das war aber damals nur hypothetisch, wir haben 2013, 2014, glaube ich, ein Projekt gemacht in der Schweiz mit dem Theater Winterthur, dem Gastspielhaus und dem Opernhaus in Zürich und haben da eine Ökobilanz gemacht, also die Umweltauswirkungen der beiden Häuser und auch von einer Beispielproduktion, also einer Produktion aus dem Opernhaus Zürich, die im 70 Kilometer entfernten Winterthur ein Gastspiel gemacht hat, tatsächlich. Und da haben wir auch mal ein Gedankenspiel gemacht, was es denn heißen würde. Es ist nicht dazu gekommen, unter anderem, weil es einen Leitungswechsel gab, aber was es denn heißen würde, wenn jetzt das Theater Winterthur, was durchaus auch mal Gäste aus Japan hat oder wirklich von weit her hat, sich mal auf einen Radius von 500 oder von 1000 Kilometern beschränkt. Was würde das denn eigentlich bedeuten? Und wir haben so ein bisschen angefangen, dran rumzudenken. Und ich finde das gar nicht das Einschränken zu sehen, sondern auf der anderen Seite zu sehen, naja, wenn ich tatsächlich mir jetzt einfach mal das als Programm gebe für ein Jahr, einen bestimmten Radius ziehe, was heißt das denn auch künstlerisch für mich? Was entdecke ich vielleicht auch, was ich vorher gar nicht gesehen habe, weil ich habe erst ab 5000 Kilometern angefangen zu schauen. Und von daher finde ich das je nachdem einfach mal auch ein spannendes Experiment einfach. Das löst das nicht auf, dass wenn man international arbeitet und arbeiten will, in irgendeiner Form auf Mobilität angewiesen ist. Und eine Frage war ja noch, ist lokaler immer nachhaltiger oder ökologisch nachhaltiger als internationaler? Das kommt drauf an. Das kommt letzten Endes tatsächlich drauf an. Wenn ich jetzt einen riesen Materialschlacht tatsächlich auffahre, kann es durchaus sein, je nach Größe, dass es vielleicht nicht ökologisch nachhaltiger ist. Ich würde da gerne noch mal ergänzen, sozusagen für die Kulturstiftung des Bundes, die ja qua Definition dafür da ist, Kunst im internationalen Kontext zu fördern, ist das natürlich auch eine Grundsatzfrage. Und da würde ich schon gerne noch ergänzen, erstmal geht es ja nicht darum, dass ab sofort kein internationaler Kulturaustausch mehr stattfinden soll und darf, weil das wäre irrsinnig, weil genau gerade das lebt ja davon, dafür machen wir es. Und Kultur ist nun mal auch dafür da, in den Austausch zu kommen und grenzüberschreitend zu sein und sich gegenseitig zu inspirieren.
Und insofern ist das, glaube ich, die spannende Frage, jetzt hier nicht einfach zu sagen, null oder eins, ganz oder gar nicht, sondern darüber nachzudenken, was sind das für Formen, beziehungsweise erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und zu sagen, wenn man die internationale Company einlädt, dann macht man das aber auch aus vollem Bewusstsein, weil man aus den und den Gründen es richtig findet. Deswegen muss man vielleicht an anderen Stellen dann wiederum gucken, wie man sich zurücknimmt. Aber da wird gerade im Kreis der internationalen Produktionshäuser ja auch darüber nachgedacht, wie mehr Residencies gestaltet werden können, längere Aufenthaltsdauern, wie man auch das Touring stärker miteinander verknüpfen kann. Ich glaube, da gibt es auch noch bestimmte Eitelkeiten, gerade was so, wenn ihr die hattet, dann haben wir die jetzt aber nicht bei uns und so, das glaube ich, darf sich auch noch ein Stück weit auflösen. Und insofern glaube ich, dass das nicht von ist jetzt nicht sofort Flugverbot für alle und Kultur nur noch lokal, weil das wäre glaube ich auch furchtbar. Das wollen wir auch nicht. So. Und da würde ich auch ganz gerne nochmal ergänzen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Gespräch das war, aber da ging es auch um Reisen international und dann einfach auch so ein bisschen, sag mal, den Horizont aufzumachen und andere Möglichkeiten andenken. Und aus diesem Gespräch raus, was ich jetzt noch im Hinterkopf habe, war dann, naja, okay, wir wollen nach Südamerika, dann chartern wir doch ein Segelschiff und dann proben wir auf dem Schiff und arbeiten da. So war dann einfach eine gedankliche Spielerei und dafür offen zu sein und das auch anders zu denken und vielleicht Wege auch tatsächlich, je nachdem, als Arbeitsmöglichkeit zu nutzen. Das finde ich auch, muss es meines Erachtens einfach auch ein bisschen mehr geben. Nicht nur sagen, okay, ich will von A nach B, ich fliege, sondern naja, wie kann ich das in meine Arbeit einbauen? Was kann passieren? Was kann ich möglich machen? Ich glaube, das braucht es auch. Und die Kreativität ist ja da im kreativen Bereich. Das finde ich nochmal, also du hattest es auch schon angedeutet, was bedeutet das für künstlerische Strategien eigentlich? Das heißt ja nicht nur, dass wir den Heizungskeller anschauen, sondern wir gucken uns ja auch an, was bedeutet das für Probenprozesse, wie arbeitet man zusammen? Es gab jetzt gerade vom Theater VD mit Ant Hampton beim Zürcher Theaterspektakel vorgestellt, eine größere kuratorische Sammlung, Showing Without Going, wo es genau darum ging, verschiedene künstlerische Strategien auch zu sammeln, zu überlegen, was gibt es denn bereits und wo kann das noch weiter hinführen? Weil das ist ja wiederum auch vielleicht nicht ganz unwichtig, einmal zu sagen, dass wir wiederum auch eine sehr privilegierte Perspektive hier haben, weil wenn Künstlerinnen aus dem globalen Norden jetzt sagen, wir reisen jetzt nicht mehr, dann ist das ja schön und gut, weil wir sind jetzt 40 Jahre lang gut und viel gereist. Künstlerinnen aus dem globalen Süden, die gleichzeitig die Klimafolgen schon sehr spürbar und sehr drastisch haben, sind aber wiederum angewiesen tatsächlich auch auf das Geld des globalen Nordens, des Kunstmarktes auch. Da kommt man jetzt auch nicht einfach so raus und sagt hier aus dem Norden heraus jetzt, aber ihr dürft aus Zimbabwe, nee, das geht jetzt leider nicht mehr, also tut uns echt leid. Stefanie hat in diesem Aufsatz geschrieben, der hier in dieser Publikation ist, die wir letztes Jahr beim Open Mind Festival gemacht haben, dass die Position einer zeitgenössischen Künstlerin für sie diejenige auf einem selbstgebauten Fahrrad ist. Also sozusagen gebückt mit einer Situation, wo man permanent selber treten muss und in Bewegung bleiben, um nicht umzufallen. Und ich glaube, das beschreibt irgendwie das, wonach ihr auch gerade sozusagen sucht oder diese Reflexion ganz gut. Also was bedeuten solche Prozesse oder Anstöße für künstlerisches Arbeiten am Ende selber und auch für die Kunst, die daraus entstehen kann? Ich finde es sehr interessant. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr, wie wir in der Zeit sind. Es ist leider so, dass wir aufgrund dieser doppelten Streaming-Situation heute keine Zuschauerinnen-Fragen entgegennehmen können. Leider, leider. Ich hoffe, dass im Beisel nachher ganz viel weiter darüber geredet wird. Genau, das hoffe ich sehr. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, und die beiden haben mir das auch bestätigt, dass sie das tun würden, falls es Fragen gibt zu dem Thema oder sie sozusagen nochmal was nachhorchen wollen in eine Richtung, dann können sie eine E-Mail schreiben. Und ich sage jetzt öffentlich auf einer Bühne meine E-Mail-Adresse, weil sie steht auch online, serafin@agekultur.at. Und dann leite ich diese Fragen sehr gerne weiter, genau, an die beiden Panelistinnen. Ich hätte anschließend daran noch eine Frage, und zwar auch was uns die letzten zwei Jahre sehr beschäftigt hat und aber vielleicht so ein bisschen als Teil der Lösung irgendwie verhandelt werden kann, nämlich die Digitalisierung, die nochmal eine andere Art von
Internationalität in den Betrieb bringt. Also ich konnte jetzt ein Festivalprogramm kuratieren für nächste Woche. Das ist durchaus internationaler und wir können mit Leuten reden. Ich habe eine Ökofeministin aus Kenia eingeladen und spreche mit Performerinnen in Kalifornien. Das ginge so nicht und zumindest meinen Diskurs bis jetzt hat es sehr, sehr bereichert, das tun zu können und diese Menschen hier zu haben. Gleichzeitig hat es einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck. Ein Server hat auch einen ökologischen Fußabdruck, genau. Das wissen zum Glück jetzt auch alle aus dem Theater mittlerweile. Aber es ist weniger, als sie herfliegen zu lassen. Welche Rolle spielt Digitalisierung in den Konzepten, die ihr entwerft oder wie ihr über Nachhaltigkeit nachdenkt? Also es muss natürlich eine Rolle spielen. Ich denke, das ist ganz klar. Es ist immer die Frage, wird zusätzlich was kreiert, was dadurch zusätzlich dann noch, wenn wir bei den CO2-Emissionen sind, CO2-Emissionen verursacht, oder aber wird was ersetzt mit etwas, was einen geringeren Fußabdruck hat. Also wenn ich eben teilweise oder wenn ich nicht mich irgendwo hinbegebe, um vielleicht auch, und das ist ja auch in künstlerischen Kontexten wichtig, Absprachen zu treffen, Besprechungen abzuhalten und ich fliege mal eben nicht von Berlin nach München und wieder zurück, sondern wir machen das mal schnell eine Stunde online, dann glaube ich, braucht man auch keine großen Rechner, um zu wissen, dass da die Online-Variante sicherlich die ökologisch bessere Variante ist, auch wenn sie nicht völlig emissionsfrei ist. Aber es lässt sich nicht so ganz das Schwarz-Weiß denken, weil es immer drauf ankommt, womit man das vergleicht. Also was die Alternative wäre. Ich denke, es macht auf jeden Fall, genauso wie du es geschildert hast, Möglichkeitsräume auf, die vorher nicht unbedingt da waren. Und das finde ich aus künstlerischer Sicht ganz, ganz wichtig, dass diese Möglichkeit existiert und auch weiter behalten wird. Aber wenn wir jetzt tatsächlich in die Arbeit gehen, treffen, die vielleicht einfach auch so gar nicht mehr stattfinden, weil man gemerkt hat, eben, es ist viel einfacher, ich sitze noch mit meiner Familie am Frühstückstisch, dann muss ich nicht zum Flughafen hetzen und mich da irgendwie irgendwo hinbegeben, eine halbe Stunde, Stunde besprechen und dann wieder zurück und schaff's dann, sondern ich gehe mal kurz zu meinem Rechner und bespreche mich eine Stunde und dann gehe ich wieder und spiele mit den Kindern oder was auch immer beispielsweise. Alleine diese Annehmlichkeit zu schätzen, glaube ich, das ist sicherlich eine positive Auswirkung. Es gibt nicht nur positive Auswirkungen, aber ich glaube, da das mitzudenken und das auch im Hinblick tatsächlich auf den ökologischen oder CO2-Fußabdruck mitzudenken. Also kreieren wir mehr oder schaffen wir Alternativen? Ich habe letzte Woche einen Artikel in Le Monde Diplomatique, war es glaube ich, gelesen, der sehr stark und erschreckend stark gemacht hat, aber was da exponentiell eigentlich kommt durch diese ganzen Datenvolumen, was das dagegen wird das Fliegen in ein paar Jahren tatsächlich gar nicht mehr der große Faktor sein. Das ist aber vielleicht unabhängig von der Kunst, das ist sozusagen natürlich auf das Ganze auch Serien schauen und die Videokonferenzen, die da bestehen, aber das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt eine interessante Studie vom Umweltbundesamt, die das aufdröselt. Es geht um die Server, die hast du schon erwähnt, das ist das eine, wen nutzt man da? Das andere ist aber auch, auf welchen Datenverbindungen ist man unterwegs? Glasfaserkabel oder eben Satellitenverbindung und auf welche Geräte nutzen wir, weil auch die haben natürlich einen ganz schönen Fußabdruck, wenn alle mit großen Bildschirmen mit hochauflösend arbeiten, dann sind das schon andere Qualitäten. Worauf ich noch gerne hinaus wollte, ist nochmal das Wort der künstlerischen Strategien aufzugreifen, weil ich finde interessant, dass es ja mehr und mehr Künstlerinnen gibt, die tatsächlich auch schon mit solchen Formaten anfangen zu proben und zu sagen, wenn auch meine ehemaligen Kollegen von Rimini Protokoll, die fliegen jetzt eben nicht mehr auf die Philippinen, um dort eine Produktion zu machen, sondern leiten aus Berlin sitzend dann Kolleginnen vor Ort an. Sie sind dann sozusagen nur noch einmal da und nicht fünfmal. Und das finde ich jetzt erstmal interessant, dass das funktioniert. Jérôme Bell probt, wie er ja gesagt hat, genau, das ist so das Beispiel, was dann so immer kommt. Tino Segal ist der andere, der dann immer genannt wird. Aber es scheint große Namen. Es sind große Namen, genau, die aber gleichzeitig, das hatte ich ja versucht gerade anzudeuten, auch ganz schön viel wiederum unterwegs waren. Aber zumindest gibt es diese Beispiele und es scheint ja für sie zu funktionieren. Nicht immer, aber erstmal gibt es diese Versuche.
Und das ist ja so die künstlerische Arbeit. Für das, was du beschreibst, würde ich sagen, das, glaube ich, haben wir alle gerade ganz gut gelernt, dass man nicht mehr alle präsent einladen muss, sondern dass man viele Sachen auch gut über das Digitale lösen kann, wenn man sich, glaube ich, kennt. Für die ganz frische neue Begegnung ist es wahrscheinlich schon immer noch sinnvoll und auch stimulierend gut. Ja, vielleicht abschließend eine Sache, weil es ja um Bereitschaft geht. Also die Frage, was ist man sozusagen bereit auch zu ändern und von welcher Perspektive aus? Und du hattest in einem Vortrag, den du gehalten hast, ein Beispiel genannt von einer Wiener Theatergruppe, die schon vor einigen Jahren ein Stück gemacht haben, wo sie von vorne bis hinten aufgelistet haben oder wirklich eine Klimabilanz erhoben haben. Und da gab es einen Fragebogen für die Zuschauerinnen auch. Und die wurden sozusagen eigentlich in einen Vertrag mitgenommen, der, finde ich, sehr viel darüber ausgesagt hat, wer bereit ist, was zu tun. So an einem ganz kleinen Beispiel. Vielleicht möchtest du das nochmal erzählen. Ja, das kann ich gerne machen. Die haben tatsächlich den ökologischen Fußabdruck berechnet, nicht nur in Anführungszeichen die Klimabilanz, ja, was ja schon aufwendig genug ist. Und das war Toxic Dreams. The 100% Environmentally Friendly Show hieß das Stück. Und weil sie sich eben auf der Bühne mit dem Thema beschäftigt haben, wollten sie eben wissen, was kreieren wir hier eigentlich an Umweltauswirkungen mit dieser Produktion, und haben genau das gemacht, was du gesagt hast, haben an jedem Abend, nach jeder Vorstellung dann dem Publikum einen Fragebogen überreicht und gefragt, naja, wir haben jetzt hier den Fußabdruck, was macht ihr denn, um das zu kompensieren? Und das waren dann so Sachen wie einen Tag kein Fleisch essen oder einen Tag mit öffentlichem Verkehr statt mit Automobil unterwegs sein oder ein Glas Wasser statt Glas Wein trinken, so in die Richtung. Eins war noch einen Tag im Dunkeln verbringen, also ohne elektrische Geräte, nur der Kühlschrank durfte anbleiben. Und so Selbstironie, das die letzte Möglichkeit, auf die nächste Theateraufführung verzichten. Und das wurde dann ausgegeben, man konnte sich verpflichten, man konnte auch sagen, nee, finde ich jetzt Blödsinn, meine ich mit, oder ich mache schon genug. Und dann kam so die kleine Moralkeule ganz unten, also wenn man verzichtet, dann wird der eigene Anteil am nächsten Abend dann dem Publikum aufgeschlagen und die müssen dann zusätzlich kompensieren. Und da gab es dann unterschiedliche Favoriten, manches wurde gern gemacht, manches wurde wenig, ich glaube, auf Bier verzichten war sehr unpopulär. Aber die Idee dahinter ist natürlich einfach aufzuzeigen, mit welchen Maßnahmen jetzt im privaten Bereich man tatsächlich seinen ökologischen Fußabdruck runterschrauben kann und überhaupt erstmal auch zu spiegeln, dass, du hast es gesagt, es ist schon einige Jahre her, dass auch Theater nicht im luftleeren Raum funktioniert, sondern dass so eine Produktion eben Umweltauswirkungen verursacht. Und das einfach dem Publikum zu spiegeln und da auch in Dialog einzutreten, das war eigentlich wirklich so der Hintergrund. Ja, mit diesem Appell an euer Gewissen entlasse ich jetzt sozusagen euch alle ins Beißel und in diesen Abend. Und es freut mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch geführt haben. Und wir haben sehr viele Themen leider nur angerissen. Wir hätten sehr viel über den Ausgleich zwischen dem globalen Norden und dem Süden reden können und das alles nochmal in einen anderen Kontext setzen. Genau, das Thema ist groß und ich bin froh, dass es uns beschäftigt und auch vielleicht Strukturen verändert. Genau, und auf weitere intensive Diskussionen weise ich Sie jetzt noch mal kurz hin. Wir haben nämlich, wie ihr jetzt wahrscheinlich mitbekommen habt, ich wechsle immer zwischen du und sie, das ist so meine Angewohnheit, diese beiden Publikationen hier, einmal von letztem Jahr, Wer deutet die Welt mit Stefanie de Velasco und dann eben Don't Tell Show, jetzt neu erschienen. Und außerdem gibt es ab nächster Woche ein Festival, was ziemlich gut anschließt an dieses Thema, nämlich das Open Mind Festival mit dem Aufruf Macht euch verwandt. Und es ist ein Zitat von Donna Haraway und geht eigentlich weiter statt Kinder. Also auch ein Aufruf zur Verwandtschaft und zu einem besseren klimatischen Fußabdruck ohne direkte biologische Nachkommen oder sowas. Zumindest ist das der Vorschlag von Donna Haraway. Und wir reden sehr viel über artenübergreifende Beziehungen und Geflechte, die
wir als anthropozentrische oder eben Menschen, die wir immer denken, wir sind wichtiger als alles andere, sehr lange ausgeblendet haben. Also es geht um unser Verhältnis zu unseren Haustieren, aber auch zu den Tieren, die wir essen und gleichzeitig zu den Ökosystemen, in denen wir leben und welche Rolle wir dabei spielen und welche Geschichten sehr lange überhaupt keine Rolle gespielt haben und vielleicht eine spielen sollten. Insofern, genau, angeschlossen daran mit sehr viel Diskussionen, Panels, eben wie gesagt auch internationalen Gästen, auf die ich mich sehr freue und gleichzeitig ordentlich Performances im Saal, die so, genau, vielleicht, also wir hoffen nicht kurz vor dem nächsten Lockdown, aber nach einigen Lockdowns toll sind, weil ich habe mir sagen lassen oder ich habe gesehen, diese Performance ist gleichzeitig ein großer Voguing Ball. Insofern kommt alle und genau. Yes, danke schön, dass ihr da wart. Danke für diese Veranstaltung und genau, bis gleich. Vielen Dank. Vielen Dank.